Nachdem die Union den Traum einer Koalitionsbildung wohl langsam in den Wind schreiben kann, stehen bei der CDU die Zeichen auf Neuanfang, dirigiert von Parteichef Armin Laschet. Er will den CDU-Spitzengremien einen Parteitag zur personellen Neuaufstellung vorschlagen. Dabei gehe es um die Politik der nächsten 4 Jahre. Eine Regierungsbildung hat Laschet noch nicht ad acta gelegt. Die CDU steht weiter für Jamaika bereit. Wir arbeiten das Wahlergebnis bereits jetzt in der nächsten Zeit intensiv auf. Und die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand werden wir ebenfalls zügig anpacken. Auch wenn die CDU immer noch Gewehr bei Fuß steht, Grüne und FDP sprechen bereits intensiv mit der SPD über die Bildung einer Regierung. Nach dem Auftakt der Sondierungsgespräche soll es am Montag, Donnerstag und Freitag in Windeseile weitergehen. Die Jamaika-Option ist zwar auch für Grüne und FDP noch nicht vom Tisch, schwebt aber auch nicht wie ein Damoklesschwert über den Sondierungen. Denn die Gefühlslage scheint gut. Ich habe gespürt in dem Gespräch, dass wir was Gemeinsames schaffen können. Und es geht auch, und auch das wurde deutlich heute, es geht darum, dass man mit einem politischen Stil jetzt in die Gespräche reingeht, der nicht von Gewinnern und Verlierern geprägt ist, sondern der dafür sorgt, dass am Ende alle Parteien eine Regierung gemeinsam bilden, alle Parteien auch ihre Schwerpunkte setzen können, wir insgesamt aber die großen Zukunftsherausforderungen dieses Landes anpacken. Über Inhalte der Sondierungsrunde wurde nichts bekannt. Grüne und FDP berichteten aber, es gebe die Bereitschaft, größere Hürden zu nehmen, obwohl man sich nicht überall einig sei.